Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich den Antrag mir angeguckt habe, habe ich gedacht, so richtig neu ist das Thema ja nicht für den Landtag. Und habe dann auch mal geguckt, wir haben ja eine schöne Parlamentsdatenbank, da gibt es eine Suchfunktion, habe ich den Begriff Antibiotika auch mal eingegeben und da kriegt man sage und schreibe 100 Treffer. 100 Treffer, wenn man da noch mal ein bisschen genauer hinguckt, 70 Treffer allein in den letzten 10 Jahren. Und ich kann Ihrem Antrag nur attestieren, Sie kommen eigentlich damit, wenn Sie mal so ein bisschen in die Historie gucken, was alles beraten wurde hier im Landtag, Sie kommen damit eigentlich 6, 7 Jahre zu spät, mindestens. Das Thema Antibiotika, das Thema MRSA-Keime ist ein wichtiges Thema, aber das wird von der Politik hier in Nordrhein-Westfalen längst thematisiert. Wir haben dazu kleine Anfragen, wir haben dazu Anträge und wir haben auch dazu natürlich die entsprechenden Umsetzungen. Dazu haben wir schon einiges gehört, Frau Schneider hat dazu einiges gesagt, aber ich habe das Gefühl, Sie haben sich gar nicht die Mühe gemacht, mal zu gucken, was alles schon passiert ist, wenn Sie zum Beispiel den Hinweis von Frau Schneider aufgenommen hätten, Sie wären mal auf die Website gegangen, keine Keime, dann hätten Sie doch gesehen, was da alles schon möglich ist, was da passiert. Und von daher verstehe ich nicht so ganz, wieso Sie den Antrag gestellt haben. Ich bin ja vor allem Agrarpolitiker. Das Thema haben wir auch mit Frau Schulze-Vöcking hin und her diskutiert. Wir haben es gemeinsam diskutiert, die Problematik Antibiotika in der Tierhaltung. Und die Entwicklung müssten Sie ja auch wahrgenommen haben. Wir haben die Studien gehabt zu Antibiotika in der Tierhaltung, wo wir festgestellt haben, ja, da ist schon eine Menge, was eingesetzt wird. Und wir haben uns gemeinsam dann auch auf den Weg gemacht. Und wir haben ja auch die Reduzierung schon hingekriegt. Auch an der Stelle frage ich mich dann, wozu braucht es dann noch Ihren Antrag? Wir sind da längst auf einem guten Weg. Wir haben heute, genau heute, weil Sie sagen, Politik tut ja nichts. Wir haben heute, wir Grüne würden sagen, man könnte da noch ein bisschen Schritt weiter gehen, aber wir haben heute genau die Verordnung vom Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt an der Stelle, der sagt, dass man mit Reserveantibiotika jetzt noch mal restriktiver im Bereich Tiermedizin umgehen muss. Wir wünschten uns eigentlich ein Komplettverbot, aber wir sagen, das ist doch auch schon ein weiterer Schritt dahin, diese Reserveantibiotika noch mal stärker rauszunehmen. Also, der Prozess läuft. Das Bewusstsein, dass mit Antibiotika vorsichtig umzugehen ist, läuft. Der Prozess, Hygienemaßnahmen zu verstärken in den Krankenhäusern, läuft. Das heißt, alles, was Sie da in Ihrem Antrag durchblättern, das Horrorszenario, was Sie aufbauen von einem Vor-Penicillin-Zeitalter, ist an der Stelle nicht mehr nötig, um irgendwen noch wachzurütteln. Das Bewusstsein von uns allen ist längst da. Dazu hätte es diesen Antrag nicht gebraucht. Und wenn Sie, das finde ich halt auch noch mal wichtig, wenn Sie darauf hinweisen, die Forschung neuer Antibiotika-Wirkstoffe sei nicht intensiv genug, da würde nicht genug passieren. Wenn Sie sich auf die Webseite begeben würden, habe ich auch gemacht, der forschenden Pharmaunternehmer, dann hätten Sie doch feststellen können an der Stelle, dass sehr wohl die Forschung läuft, dass seit 2011 14 neue Wirkstoffe da sind, eingesetzt werden können. Dann gibt es noch genau auf der Webseite einen längeren Bericht darüber, wie viele Wirkstoffe, es waren irgendwie an die 20, die in der Phase 3 sind, die in der Zulassungsphase drin sind. Das heißt also, uns gehen die Wirkstoffe an der Stelle nicht aus. Und wenn Sie sagen, wir als Land, der Minister Laumann möchte doch bitte schön jetzt ein Programm zur Unterstützung der Forschung aufstellen. Ich glaube, da verkennen Sie völlig die Möglichkeiten, die ein Landeshaushalt hat. Wenn die Erforschung eines Antibiotika-Wirkstoffs ca. 200 Millionen kostet, ja, was soll denn ein Land an der Stelle wirklich dazu beitragen? Ich glaube, das ist der falsche Weg, den Sie da gehen wollen. Mein Eindruck ist, dass Ihr Antrag uns in der Sache wirklich keinen Zentimeter weiterbringt, aber der Überweisung stimmen wir selbstverständlich zu. Vielen Dank.